Rainer Delgado ist seit seiner Kindheit blind und er liebt Computerspiele. Für sein Lieblingsspiel braucht er nur Lautsprecher oder Kopfhörer und 5 Tastaturbefehle. Der Tag wird zur Nacht ist ein sogenanntes Audiogame. Delgado muss vor der brodelnden Lava des Vesuv in die Kanalisation des antiken Pompeji flüchten. Überall schreien die Bewohner vor Angst. Es ist stockfinster. Die einzige Orientierungsmöglichkeit für Rainer Delgado ist, wenn er hört, wie er gegen Wände und Gegenstände stößt. Oder wenn er Geräusche hört, denen er folgen muss. Nur raus hier, denkst du, aber die Straßen sind bereits brechend voll mit Menschen, die versuchen, aus der Stadt zu fliehen. Es gibt kein Durchkommen. Man kriegt dann so Ansagen, noch 5 Minuten, noch 3 Minuten, noch 2 Minuten. Und dann stellt sich wirklich diese Panik halt ein. So, Mist, jetzt bin ich gleich tot, wenn ich es nicht rechtzeitig geschafft habe und so. Damit Rainer Delgado so ein Audiogame spielen kann, muss das Sounddesign sehr raffiniert sein. Wo ist eine Wand? Wo ein Graben? Die Richtung oder die Entfernung von simulierten Klangquellen ortet der Spieler über den Stereoeffekt. Es waren Hobbyprogrammierer, die in den 90er Jahren die ersten Audiogames entwickelten. Für Sehbehinderte und Blinde. Das waren meistens nur stark vereinfachte Sprachversionen von Videospielen. Seitdem haben sich die Möglichkeiten für Klanggestaltung enorm verbessert. Heute sind sogar akustische 3D-Simulationen möglich. Trotzdem ist die Anzahl der erhältlichen Audiogames bisher überschaubar. Gerade mal 500 Spiele gibt es zurzeit, die Hälfte davon kostenlos. Von einfachen Puzzlespielen über Autorennen und Strategiespielen bis hin zu Ego-Shootern. Mittlerweile interessieren sich immer mehr Sehende für Audiogames. Für viele ist Spielen nach Gehör immer noch sehr ungewohnt, meinen die Audiogames-Entwickler Sander Heuberts und Richard van Thuhl. Der größte Unterschied zwischen Audiogames und Videospielen liegt darin, wie man so ein Spiel erlebt, weil es keine Bilder und Grafiken gibt. Audiospiele sprechen die Vorstellungskraft des Spielers an, während man bei Videospielen alles sieht. Wenn jemandem ein Audiogame nicht gefällt, dann, weil er ganz bestimmte Erwartungen an ein Computerspiel hat, bei der grafischen Darstellung, der Steuerung oder beim Spielerlebnis. Bisher existieren Audiogames in den Nischen des Spielemarktes. Auf Messen und in Spielezeitschriften sucht man sie meist vergeblich. Doch das muss nicht so bleiben. Das Science-Fiction-Computerspiel The Nightjar gehört zu den ersten großen Bestsellern unter den Audiogames. Auf einem im Weltall gestrandeten Raumschiff muss der Spieler um sein Überleben kämpfen. Geleitet wird er dabei von einer Computerstimme, die der englische Sherlock Holmes-Darsteller Benedict Cumberbatch eingesprochen hat. You can't see anything. You have to find your way to safety just by listening. Then your problems really start. Ein Erfolgsrezept von The Nightjar? Das Spiel wurde für das iPhone entwickelt. Mittlerweile haben es fast 1 Million Nutzer heruntergeladen. Und das, obwohl es für eine iPhone-App vergleichsweise teuer ist. Gerade auf Smartphones und Tablet-Computern sieht der Produktionsleiter von The Nightjar, Paul Bennen, ein großes Potenzial für Audiogames. Spielentwickler, die sich bisher unabhängig von der Industrie in Nischen aufgehalten haben, können auf einmal bei den mobilen Geräten mit den großen Spieleentwicklern und Studios konkurrieren. Ich denke, diese strukturellen Veränderungen in der Spielewirtschaft machen es um einiges wahrscheinlicher, dass Audiogames viel erfolgreicher werden als früher. Der Smartphone-Boom hat Bewegung in die Nische gebracht. Auch professionelle Entwickler interessieren sich mittlerweile stärker für Audiogames. Denn die Käufer guter Hörcomputerspiele müssen keineswegs blind sein. Rainer Delgado freut sich über diese Entwicklung. Für ihn kann es gar nicht genug Audiogames geben. Mein Wunsch wäre, dass es Spiele gibt, die einen tollen Sound haben, originalgetreue Geräusche, die mehrdimensionaler sind, wo auch sehende Spielefreaks sagen, das will ich spielen. Audiogames könnten in Zukunft sehr erfolgreich werden. Ähnlich wie Hörspiele oder Hörbücher, die in den vergangenen Jahren immer beliebter wurden. Die werden ja auch nicht nur von Blinden gekauft.